Ich mache es mir immer, beim Frühstück mache ich mir immer gemütlich. Ich lese immer die Zeitung, aber ich hätte noch gern immer so eine Papierzeitung in der Hand. Ich freue mich da immer drüber, wenn sie mal kommt. Und dann lese ich zuerst die Todesanzeige. Ne? Ja, ich denke, den brauchst du nicht mehr anzurufen. Ne? Das sind doch noch richtige Todesanzeigen. Da hat man noch den schwarzen Rand auf der Hand von den Todesanzeigen. Ne? Das wirkt digital nicht so. Die gucken ja meistens nur, wo die Wohnungen frei sind. Und dann mache ich Kreuzworträtsel. Das habe ich auch am liebsten mit dem Bleistift in so einer Papierzeitung. Vor allen Dingen seitdem mein Nachbar, der hat sich auf dem Tablet einen Bleistift übergebrochen. Ne? Gelbe Flüssigkeit mit 4 Buchstaben, Pipi. Nein, der zweite ist ein I. Ach so, Limo. Lebensende mit 3 Buchstaben, Ehe. Was ich immer lese, ist das Horoskop. Lesen das auch? Man liest das ja und denkt, das passiert sowieso nicht. Oder wenn es positiv ist, das passiert sowieso. Ne? Und man fragt ja dann immer, ich sagte meiner Schwiegermutter, das bist du für ein Sternzeichen? Und sagt sie, Jungfrau. Das ist ja jetzt heute, nicht vor 40 Jahren. Zu meinem Schwager gesagt, was bist du für ein Sternzeichen? Sagt er, Widder. Nee, sagst du, bist doch Steinbock. Ja, sagt aber, ich war vorgestern weg und jetzt bin ich wieder zu Hause. Und Horoskop lese ich auch lieber digital. Ich hatte in der Papierausgabe stehen, heute Abend wartet auf Sie ein Streit mit einer geliebten Person, aber morgen früh kommt eine Überraschung. Boah, denke ich nicht schon wieder. Das ist ja eine Zeitung, die ist gestern gedruckt worden. Guck mal aktuell in der Online-Ausgabe. Da stand, nach dem gestrigen Streit mit einer geliebten Person, erwartet sie heute Morgen eine Überraschung. Und damit klingelt es an der Haustür. Ich mach auf, da sagt einer, ich komme vom Malteser Hilfsdienst. Ach, Sascha, das ist aber schön. Ich trinke aber nur einen, ich habe gerade gefrühstückt. Ne? Und ich frühstücke gerne in Ruhe, aber richtig Ruhe hat man zu Hause eigentlich nie. Ne, wenn die Leute, denen man sagt, ich möchte nicht, dass du kommst, die rufen an. Ne? Eine Bekannte rief an und sagte, der Hund ist krank, kannst du mit meinem Mann spazieren gehen? Da soll ihn auch ins Feld pinkeln lassen. Ne? Mit Tieren, das ist immer undankbar, ne? Wenn man Tiere versäuen muss für den Nacht. Also was ich überhaupt nicht gern habe, sind Fische. Wir hatten mal Fische, da hast du nichts von. Ne? Nix, die schwimmen durch das Aquarium, dann gucken die so doof. Ne? Die kannst du füttern, die freuen sich schon nicht. Ne? Schwimmen einfach weiter. Ne? Schatz, mal mit einer Flosse winken oder so. Ne? Meine Frau, die hatte da unheimlich Spaß dran. Die war immer mit den Fischen am Reden. Ne? Ich meine, die ist halt gewöhnt, die redet und die anderen hören zu. Ne? Aber und dann klopfte die immer auf das Aquarium. Ich so, meinst du, die machen auf? Das war aber nur, weil unser Nachbar, der hat einen Fischteich. Ne? Da gibt er immer mit an, weil die Fische so teuer sind. Der hat da Käus drin, ne? 10 Käus. Da habe ich eines Nachts gedacht, so Kamerad, jetzt bist du dran. Ne? Dann habe ich die Käus mit dem Netz eingefangen und die bei mir zu Hause in so eine Plastikbadewanne getan und habe ihm 10 Fischstäbchen reingeworfen. Und habe dann ein Schild dran gemacht, hatte dringend Bedarf, Captain Iglo.